Hello Kiddos! Und willkommen zurück zu X-Men Legends Special Folge mit Wolverine und dem lachenden Max, der nur zuguckt. Ich hätte es eigentlich fast gesagt, es ist eine Solo-Folge so ungefähr. Es ist nur Benny. Nein. Genau, also wir hatten das letzte Mal ein bisschen in der Mansion rumgedackelt, haben viel mit Allison gemacht, auch nee, kein Flashback, Danger Room mit Allison. Und das ist jetzt der Flashback mit Wolverine, da habe ich jetzt so direkt gesagt, ja, ich bin mit dem nicht so gut, Benny ist mit dem relativ warm, das macht jetzt Benny. Ja, und jetzt schauen wir mal die Gegend uns mal an, was hier los ist. Und jetzt wird dann noch dein X-Special für brenzlige Situationen, ne? Haben wir das schon mal auf dem Dings gezeigt? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, ich mach das, wenn wir... mehr mal Gegner. Im Endeffekt... schon mal als Semi-Spoiler, es macht einfach, das ist ein Dreierpack. Macht einfach richtig Bumm. Ich sammle mal ein paar Gegner. Familia. Ja, schon ein kleines bisschen. Ja, hier oben hast du noch vier Gegner. Oh, echt. Don't lose Akku. Ja, die unten haben auch schon wieder Akku verloren. Musst du sie an der Tür vielleicht. Was sind denn das für Nasen, ey? Jetzt. So, und... Was ist denn sein Problem? Er hat es nicht so richtig mitbekommen, ach, was jetzt hier los ist. Und wenn du Gegner killst, lädt es auch auf. Man kann die manchmal finden, diese X-Symbole. Da lädt es wahrscheinlich automatisch einen auf. Und ansonsten, wenn du Leute killst. Nee, das glaube ich... Ach, dann hatte der das gedroppt vielleicht. Ja, ja. Knockback und so. Security Guard! Oh, no. Okay. Ja, du musst einfach wahrscheinlich deinen Creator killen, sozusagen. Diese Tür ist geschlossen. Da macht das nichts aus. Nee, nee, ich bin Indianer und so, ne? Indianer kennen keinen Schmerz. Mit dem Kopf an der Wand, ey. Super! Das ist wenigstens schön, dass die einfach nur Energy Resistant sind. Ja, ansonsten wäre auch irgendwie dumm. Oh, Pika! Have a break. Alter. Die zerfetzt aber richtig an der Wand. Die ist jetzt unter die Wrestler gegangen. Ja. Ja, das ist jetzt wirklich Wrestling hier. Ich nehme irgendeinen. Ein Stuhl oder. Ja, das war geplant, Junge! Ja, natürlich! Natürlich! Ja, ich weiß nicht, ob der dir folgt. Das ist alles XP, die du hier liegen lässt. You ain't worth my time. Weil der hat Klauen, ja? Das musst du dir auch überlegen. Das sind keine blanken Bud Spencer-Fäuste oder so. Das ist halt ordentlich zerschnetzelt. Ich bin müde. Ich raste hier aus. Okay, aber habe ich jetzt irgendeine Abzweigung verpasst? Kannst du wahrscheinlich durch die Wand prügeln oder irgendwas? Welche? Rechts da. Nee, aber da scheint es irgendwie weiter zu gehen. Gehen wir noch in den Raum rein und dann links. Nee, nee, erst in den Raum. Ja. Und jetzt ganz links. Mhm. Dieser kleine. Nee, da ist ein Stahlträger dahinter. Tja. Das ist ja auch geil. Du kannst die Wände zerstören, aber hier ist ein Stahlträger. Irgendwo muss es doch jetzt. Ja, die Wände sind. Da muss es doch irgendwie weitergehen. Das zeigt ja alles auf den Weg. Ja. Aber ja, du musst doch diesen langen Gang links eigentlich. So. Mach kaputt. Da kann ich nicht. Da steht auch noch. Ach, das ist das, der Raum, wo du rausgekommen bist. Du bist jetzt einen langen Weg im Kreis gegangen und das ist der Weg, Raum, wo du rausgekommen bist. Also, das bringt jetzt nichts. Das muss da irgendwie weitergehen. Vielleicht muss ich wieder ein Fass irgendwo drauf werfen. Ja.
Hast du irgendwo einen Panzer gesehen zum Beispiel oder so? Can't lift this. Komm. Zu heavy. Aber Dings kann das dann heben. Magma, ne? Die hat ja, ja. Heavy Loading. So, hier ist ja keine Wand zum Zerstören. Nee, das muss ja irgendwo runter. Da oben? Da kommst du rein. Boah. Und jetzt geht's hier nicht weiter. Oder auf die Pipe springen? Nee, das wäre zu advanced. Da gerade. Nee. Oh, ist da hoch? Kannst du nicht hier auf die Pipe hochspringen und dann hopp? Alter, ist was? Ja, vor allem, Meter. Ja, vor allem, die spielen wie lange schon? 10 Stunden oder so? Braucht mehr Gegner, wird sich lohnen. Ach, den, mach den Officer mit weg. Der eine war zu weit weg. Ach, hier gleich wieder 3. Oh, hier gibt's einen Dreierpack. Schön, mit Gau mitnehmen. Sparst du noch? Und wieder voll. 3 zum Preis von 4. Da geht's. Lab Support. Hallo, hallo. Hallo. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe hier ein kleines Problem. Ich habe hier 3 Walkmans dabei, ja? Und keiner, ich sage Ihnen, keiner von denen funktioniert wirklich. Ich glaube, der Officer lebt noch. Hatte noch gelebt, irgendwann. Ja, da leg ich noch was unten, dann, wenn du gleich zurückkommst. Also ich habe Schaden gekriegt, der nicht. Yes. Und kaputt war. Da links liegt noch ein Gürtel. Agility enhanced. You're going down. Ich bin mit einem KMH mit meinem Kopf gegen die Wand geschüttert. Ich sterbe. Ich habe nur 5er Pack. Das sah aber irgendwie größer aus. Ja. Oh, Kamera, du hast mich gerade verwirrt. Das stelle ich mir, wenn du wirklich mal ein Speedrun von dem Spiel machst, dann so eine Kamera-Dings, wo du in der Sequenz läufst und dann kommt die zurück. Das stelle ich mir zum Beispiel anspruchsvoll. Da hinten alles explodiert. Die Wände sind aus. Hey, ich will dich greifen, komm. Let's see what you got. Okay. Tja, was Tolles. Eine Wand. Aus Laser. Weil ich immer noch nicht verstanden habe, wie das funktionieren soll. Das sind wir unter uns. Eine Wand aus Energie. Wie? Ist das nicht einfach aus einer Verglasung? Nein, das ist doch so ein blaues Laser-Shit, was du dann mit dem Knopfdruck halt weglaserst. Let's see what you got. Ja, komm hier. Dankeschön. Extreme. Das wird dann ein richtig kranker Shit, wenn du mit 5 Symbole hast. Weißt du? Dann machst du ja nur noch den Quatsch. Dann kann man das vor allen Dingen gleichzeitig ein Combo. Aha. Oh ja, ja. I'm the best. Du hast auch ein bisschen Schaden gekriegt. Ja, ich habe noch, was ich selber. Das ist ja auch nicht wirklich Mühe. Das war ein Crit. Das war ein Crit. Ja, dreifach. Du kannst machen dreifach Schaden. Er hat 450 gekriegt und sonst machst du 150. Auch mal gut zu wissen. Das sagt ja auch keiner einem. Ja. Steht halt noch Critical Chance. Toll. Oh, was ist kritisch? Oh, CD. Das ist kritisch. Danger Room Disc. Nice. Survival. Hier soll niemand gefangen. Ja, gehalten gut werden. Hast du gut gemacht. Hier soll niemand verhört werden. Das möchte ich nicht. Jetzt Zahnarzt. Kran kann er ruhig. Zahnarzt Kran? Ja. Für welchen? Was für Zahnärzte gehst du denn hin? You're lucky you're still alive. Das Geländer hat ihn geschützt. Na kommt Leute, los hier. Alle zusammen. Alle. Ach, komm. Naja, wenigstens ein paar. Wahrscheinlich auch nur die, die du siehst, weil der hinten war ganz schön weit weg. Der Rest sagt sich auch, ich sterbe, take all my loot. Time
Du brauchst gar keinen mehr Fokus-Skillen, weil du wirst so zugeschissen mit Dingsbums. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich bloß. Weißt du, so das ist die Grenze. Ja. Ne? Soll ich hier hinten mal noch gucken? Ja, gucken wir noch. Das ist ein Gegner, der möchte unbedingt noch sterben. Oh, schade. Das Loot fällt runter. Dieses Kontrollpult macht mich wütend. Das erinnert mich an Arbeit oder so, keine Ahnung. Niemand soll hier irgendwas kontrollieren. Ja. Na, Wolverine weiß ja nichts, außer seitdem er hier weg ist, ne? So war das doch. Seine Erinnerung ist. Richtig. Er hat nur seine Walkmans. Guck mal, da ist ein Punkt. You're going down! Und er steht direkt wieder auf, ne? Was eigentlich die Aufmenschen? Du machst halt mit Werfen nicht mehr Schaden als mit normalen Angriffen. Das ist nur ein bisschen lustig. Wie weit der einfach rutscht! Ja. Du bist halt einfach Wolverine, weißt du? So. Nehm diesen Stuhl. Das war ein Crit, oder? Ich nehme diesen Stuhl und mache ihn kaputt. Das könntest du nochmal speichern. Ist das ein Hinweis? Ja. Sieht ein bisschen aus wie Stanley. Du solltest auch speichern. Wenn du jetzt stirbst, machst du den ganzen Schmuss nochmal. Mhm. Du musst irgendwie zu dem Kontrollpanel und da drauf drücken. Boah, so viel Pixelmatch habe ich lange nicht mehr gesehen. Links rumgehen, glaube ich. Links? Ich denke. Du sollst nicht denken. Du sollst nachdenken. Du sollst nicht denken, du sollst wissen. Also zumindest war die Kamerafahrt, kam so. Oh. Gut, wie hast du gespeichert das? Das war gut. Es kann doch keiner ahnen, dass da ein Loch ist. Also. Vor allem, dass ich dann auch nicht mehr rauskomme. Richtig cool. Oh, bei jedem anderen Scheiß hätte ich gesagt, ja, ich muss jetzt nicht speichern, die sind überall die Löcher, du musst halt drüber hüpfen. Ja. Hüpf! Ja, wie gesagt, das Ding ist ja von anderen. Die sind unkaputtbar und vielleicht bist du tot. Nicht unkaputtbar, aber. Ich denke schon. Hier ist nochmal hier Feuer und alles. Alles, was das Herz begehrt. Ey, ich war doch so nah nun wirklich nicht dran. So nah? Hey, I ain't doing so good here. Du kommst hier nicht hoch. Geil. Boah. Das ist Spieldesign. Es wäre, glaube ich, schneller, du stirbst und lädst nochmal. Oh, da geht's runter. Wo geht's runter? Ich glaube, der Schalter ist. Aber egal. Ich soll nicht glauben. Ich glaube, wenn du da runter gehst, wirst du direkt brutzelt. Probier's mal. Nee, bist du eh schon so weit hier? Ich muss vom Timing her wenigstens versuchen, es richtig zu machen. Und dann springen. Okay. Es sieht ein bisschen aus wie der richtige Weg, ne? So, Obstacle. Joe. Oh, das war aber fies. Aha. Trink mal was. Jetzt hast du Schiss, ja? Jetzt kommt ein kurzer? Nee. Jetzt hast du Schiss, ne? Ja, man muss es ja nicht schlimmer machen als das Ding. Tja, der Knopf war auf der anderen Seite, ne? Nicht jetzt. Mhm. Bitte stirb. Get away, you beast! Don't come near me! Oh, du musst nicht. Hast ein Level abbekommen. Oh yeah, ain't no one standing my way. You! Keep away from me, freak. I had every right to expect. Okay. Ich glaube, das wollte er jetzt nicht hören. That ends not so well. Ja geil, jetzt bist du Stufe 17 oder was? Hier. Geht so, ne? Mutant healing ability. I'd have died 100 times. Zumindest was zu essen. Hoffe ich. Objective updated. Ja, wir Explore können... Explore the Mansion. Ja, haben wir gemacht. Ja, und Meet the Warroom. Aber jetzt, bevor du... Nicht Quit Game, bitte.
Nicht direkt zurück, sondern erstmal noch hier die Runde drehen. Das war... Falls hier noch ein Disc oder irgendwas ist. Oder For the Zukunft. For the Future. Ja, nee, ne? Gut. Hauptsache im Jetroom. Ja, im Jetroom ist keiner. Ja, aber mal... Die ist Stufe 14 jetzt. Die hat auch nicht gelevelt. Das ist doch gut. Gut für sie. Schön. Ja, ich würde die leveln dann, wenn die endgültig ins Team kommt. Jetzt kommt erstmal noch Gambit. Mhm. Ach ja, öffne halt die Tür. Ich kann nicht springen. Nuke Plant. Das klingt gut. Oh. Mit Duke Nukem wahrscheinlich. Oh Gott. What's up, Professor? Cerebro has discovered the Brotherhood is on the move again. This time to a potentially catastrophic location. Ja, wie immer. The Boshnoi nuclear plant in Siberia. The Boshnoi. Is Magneto with them? No, at least according to Cerebro. Ja, the Brotherhood has access to weapons-grade plutonium? This is most disconcerting. Agreed. Whatever they're up to, the consequences will be disastrous. The Brotherhood must be stopped, or you may very well have to contain a nuclear meltdown. Oh, dear God. Oh, yes, they would, Storm. Without batting an eye. We must stop them. Right, das fällt nur so auf, weil sie so dünne Augen hat. Let's go show the Brotherhood. They're playing Russian roulette with a fully loaded gun. Very well, X-Men. Be on your way. There's no time to waste. Schmelze, weißt du? Ja. Und dann Intro. Wow. So sehen nukleare... Plants halt Anlagen aus. Schalalala. Ach, guck mal, jetzt können wir jetzt. Oh. Warte. Schön neu. Du kommst mal Gambit. Hier hin. Gambit ist eh jetzt an der Zeit, aber Gambit müsste. Ja. Hier kommt Wolverine hin. Ja. Wer jetzt sich fragt, warum ist tatsächlich richtig? Wollen wir das machen? Wegen des Thumbnail. Ja, hier müsste Mist. Iceman hin, hier kommt Gambit hin. Gambit. Also wir gucken mal, nur dass wir uns sagen, Gambit halt und dann nur noch Allison. Alle anderen hat man schon. Mhm. Ja. Iceman. Iceman. Dann haben wir's. Aha. Ah, nee, warte. Du hast ein Level Up. Wir haben alle ein Level Up. Was willst du? Nochmal ins Gesicht, nochmal Rüstung, nochmal Leben. Nochmal Fokus. Gesicht. Gesicht haben wir. 2 Punkte. Blut. Ja. Blut, Räuber saufen Blut. 17, schade. 18. Und dann hier. Mhm. Mehr Mana. Und. Gib ihm Leben. Also mach schnell durch. Und ich gehe jetzt auch mal ein bisschen auf Agility, glaube ich. Ein Punkt für Rüstung, obwohl, nee, Body kann erstmal noch auf 20, denke ich. Hier brauchte ich... Brauchst 2 Punkte für und Level 20 auch. Das habe ich nicht. Leadership, Level 19, das heißt, ich gehe erstmal auf Toughness. Leben ist halt... Willst du nicht einen aufheben? Für wann? Chain Lightning. Nö, Chain Lightning macht nichts außer... Haufen mehr Energie und Schaden. Also das ist wirklich nur linear. Ja. Und ich gehe dann auf Tornado. Springt das dann nicht von Gegner zu Gegner? Nein. Das ist doch... Warum heißt es dann so? Cast Lightning Bolt Down on Enemy. Ja, aber es heißt ja Chain Lightning. Ja. Das macht mich betroffen. Ja, ich mache Tornado. Das mache ich als nächstes. Stufe 20. Und bis dahin kriegt sie ein bisschen Leben, die gute Frau. Und welches Level brauchte ich jetzt nochmal für... Ich glaube 17. Nee, genau die habe ich jetzt. Geil. Feuerschaden. Accept. Nice. Gambit hat jetzt natürlich noch so eine kurze Folge, aber weißt du, ich will Allison im Team haben, oder? Gambit, oh. Shambit, weißt du? Warte, nein. Du musst... Das heißt, mal anmachen. Controller noch anmachen. Und ich bin so. Right. Yeah. Yeah.
Hier, Backenfutter, wo sind Leute? Bist du ein Gegner? Oh nein, schon wieder reden. Please, please. Nicht. Nicht. I think they have gone. Off. Da, he wears a uniform much like yours, but he is... Oh, Colossus. He is at the nuclear core. Oh, Colossus hat doch ein Zimmer. Spasiba. Also nicht. Makes no sense. Das wird doch einfach das Gute sein. Jo. Ja. Ja, wahrscheinlich. Oh, das spritzt sogar jetzt nicht so gut aus dem Gegner. Ja, Bleeding Damage, ne? Ja, aber man sieht's auch nicht. Es sei denn, die sterben einfach direkt. Freeze hinten, ne? Typ Freeze jetzt, Leute. Das ist das, was wir ja erreichen wollten. Ja, nicht nur slowen, sondern freezen. Freezer! Der Dude. Ja, ging's irgendwo, gab's einen Abzweig. Ja. Aber erst mal seine Kollegen platt gemacht. Upsi. Die haben so böse geguckt. Ja. Ja, ja, ja. Ich muss ja, ich brauche mal ein bisschen länger. Ich muss erst die Arme in die Luft strecken und dann kommt die Zone. Oder ich muss mich in den Kreis drehen, dann kommt ein Wirbelsturm raus. Okay, 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 bis 200 Schaden. Irgendwie, keine Ahnung, das macht gut. Ach, bis hier hinten ist ja da geflogen. Okay, jetzt kann ich. Hast du angefangen, die Tür kaputt zu machen und dann, also. Ja, ich dachte, die gehen noch kaputt zu schlagen. Dem war aber nicht so. Ja, doch. Da gab es eine Schadensanzeige. Ja, ich dachte, die gehen nur kaputt zu schlagen. Um die Betonung nochmal zu ändern. So. Ich will hier nicht ins Wasser fallen. Das hat man, glaube ich, schon mal uns angeguckt. Das hat man schon mal angeguckt. Das war eher mäßig. Ja, oder es werden. Nur weil man eingefriert, gelten trotzdem die Gesetze der Physik für einen. Hä? Nicht hier. Es ist so schlau, einfach Tonnen kaputt zu machen und Radioaktivitäts. Alter, wir sind Mutanten. Wir sind eh schon am Arsch, hätte ich gesagt. Was könnte Radioaktivität denn mit uns machen? Wir sind doch die Homo Superior. Hast du nicht zugehört? Ja, aber das hat doch mit der Radioaktivität nichts zu tun. Warte, wer ist Iceman? Will do. Also ohne Iceman ist man echt angeschissen. Ja. Angeeist. Oh, stopp! Wow. Alter, was ist das denn für eine... Du warst ein bisschen da dran. Da wird die ganze Ebene untersprungen gesetzt. Ja, aber was ist das denn bitte für eine... Kraftwerk hier, oder was? Wir haben zu viel Energie, wir lassen einfach mal... Lass mich raten. Ach ne, ich dachte, wir machen jetzt die Blitze weg, jetzt wo wir schon durch sind oder so. Das wäre wahrscheinlich genau im Richtigen. Gambit kann so ein Ding ausschleudern, sehe ich da so. Ja, der schmeißt halt seine energiegeladenen Karten. Karten? Ja. Wie Bullseye, oder wie der hieß? So ungefähr. Auch Bullseye hat, glaube ich, alles geschmissen. Ne, da hat er Karten. Bei Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order. Rum und das macht Feuerschaden, während die rumfliegt, logischerweise, weil ich einen Feuertornado habe. Sorry, ja. Logisch. Der war irgendwie müde. Was? Warum machst du die Tür auf? Na, damit seine Kumpels kommen können. Ach, mein, die ist hier kaputt. Ja, Gambit. Gambit. Okay. Ich werde das irgendwann nochmal mit diesem Chain Lighting, weil du das angesprochen hast, das werde ich irgendwann nochmal ausprobieren. Aber momentan habe ich so viele andere nice Skills zu skillen. Skills zu skillen.
Ja. Das muss drin sein in dem RPG. Papa. Wenn das nicht drin ist, spiele ich das nicht. Der eine ist... Okay, tschüss. Uff, das ist hier verdammt nochmal too heavy und explosiv. So, jetzt kurz mal Ruhe und jetzt kommt gleich wieder... Ach! Go away! Whatever, can I stop? Ja, be careful. Good luck. Yo, what if they fail? Ja, dann sterben wir alle wahrscheinlich. Okay. Okay. Hier geht's ins nächste Gebiet, aber hier gibt's noch jede Menge Punkte. Hier gibt's irgendwas zu drücken? Ja, vielleicht ist es nicht unbedingt das nächste Gebiet, sondern einfach ein Rätsel. Hast du das Control-Panel? Okay. Bitte? Ja, Aufzug ist gekommen. Prepare to meet your doom. Was? Au! Physical resistant. Echolite. Der andere ist Menschenhöhe. Oder? Combo! Die fliegen auch nicht los, die fliegen nur schon. Au! Die sind ganz schön. Aber wir können einführen, das ist gut. Der wurde geblitzt, Dings. Ach, guck mal hier, der macht Probleme. Ach, Golit. Hat er die wiederbelebt oder was? Ja, ich glaub schon. Das sind mir immer die liebsten Gegner, die Gegner wiederbeleben. Einer wurde aber richtig geblitzt, Dings, da gewurzelt. I believe you've lost. Oh Mann ey, das ist einfach hier überall drauf gedruckt. Da ist überhaupt nichts drin. Tja. Hier war es, finde ich ja, das war mir klar. Geh hier runter. Drücken, schnell drauf rennen. Tschüss, Gambit. Tschüss. Okay, da kommt er runter. Gut. Ernsthaft. Das ist einfach nichts. Warum können wir da nicht runterfahren? Das ist Level Design. Du könntest. Du hast die alle Freiheiten. Irgendwie müssen wir doch wieder durch dieses Blitzding hier wahrscheinlich. Ja. Stopp. Was? Da wo es hell ist, ne? It's safe now. Aha. Okay, wir warten mal lieber. Okay. Go, go, go! Und jetzt durch die Tür oder was? Little help over here! Okay. Nee, wir haben noch Objectives hier. Gab es irgendwo eine Tür, die kaputt war? Oder nicht? Waren wir hier schon rübergegangen? Nope. Hoffentlich. Ja, Stun! Weißt du, macht keinen Spaß, das Spiel nicht zu spielen, ne? Weißt du, das ist. Das du brauchst Leben. Ja. Ich bin sorry about that. Combo! Yes! Sagt sie nur. Ey, ich wollte gerade schon schmeißen. Ja, das ist vor allen Dingen einfach Energie ausziehen. Hier, das haben wir aufgemacht. Okay. Gut, also dann geht's hier wahrscheinlich. Oder you must. Nee, das haben wir ja sogar aufgemacht. Ja. Coolant, was immer. Coolant. Zum ja, Abkühlen. Wollen die ja irgendwie abkühlen, die Geschichten hier. Und das ist wie das gemacht wird. Ja, das weißt du, wir haben jetzt noch eine Minute oder was. Leveln. Ich möchte mich noch leveln. Ja. Und es ist noch so. Diese Meldung schon kam. Jedes verdammte Mal. Body muss auf 20, vorher fange ich da nicht an. Und du brauchst Level 20, ne? Genau, das heißt, ich habe jetzt noch Punkte offen für nochmal Toughness. So tough. Alter, ich habe so viel Leben, wie ich Mana habe. Das ist doch gut. Gut, das war's schon. Ja, better be safe. Ja, dann sorry, ne? Ja, das ist besser, um Verzeihung zu bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Yep. Mit diesem Leitspruch würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und genau. Einen wunderschönen guten Abend.